Weiter geht's. Weiter geht's. Angekommen. Oh Gott. Schlaf, Chef. Tja, ich weiß, dass ich da nicht rein durchkomme, das ist das Problem. Ja, und jetzt? Okay. Okay, sehr gut. Nee, die Taste suche ich. Ja. Okay. So. Und nun? Na, noch ein Ass im Ärmel? Alter, der Hund. Ich glaube, der Hund macht mich auch fertig, ne? Ich habe auch noch die Spieluhr, das habe ich auch nicht vergessen. Alter. Ja, und jetzt? Ja. Ja, und jetzt? Kann der hier auch durchgucken? Ja, sehr gut. Ja, und jetzt? So, dann bist du der Nächste. Muss Käthe nur ihre Karte schnell holen? Mal kurz hier hinfeuern. Noch ein Ass im Ärmel. Ja, und jetzt? Und dann können wir ihn hoffentlich auch rausnehmen. So, da muss ich nur noch die beiden weghauen. Ach, da sitzt auch noch einer. Ärgerlich. So, komm, guck dir die Karte an. Nein! Wer bist du? Angekommen. So. Die Zeit drängt. Hä? Was ist das? Wer ist da? Der Nächste, bitte. Oha, der lag aber sehr nah am Ausgang. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach, schön. So, wen haben wir jetzt hier? Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Weiter geht's. Ja, und jetzt? Okay, ich muss die irgendwie. Scheiße, was ist jetzt los? Und nun? Na, noch ein Ass im Ärmel? Ha, komm. Halt. Noch jemand ohne? Weiter geht's. Shit, aber so wird es vielleicht funktionieren. Na, noch ein Ass im Ärmel? Na, noch ein Ass im Ärmel? Und nun? Die Zeit drängt. Oh, schnell, schnell, schnell. Der andere haut ab. Oh, Glück gehabt. Oh, sehr schön. Kinderspiel.
And that was him. Nice. So, Frage, wie weit kann er gucken? Ein bisschen gucken. Scheiße, schmeiß mal eine Karte dahin. Die Zeit drängt. Was ist das? Ah, damn. Ah, das mit der Karte könnte funktionieren. Die Zeit drängt. Hoppla. Na, kommst du? Ah, der lässt sich bestimmt nicht zweimal bitten. Die Zeit drängt. Ah, der lässt sich zweimal bitten. Scheiße. Ah, oder ich mach das nochmal mit dem Spiegel. Jetzt? Weiter geht's. Hey, Luda. Shit, Mann. Weiter geht's. Oh, meine Augen. Die Zeit drängt. Wer da? Shit, Alter. Und nun? Hey, Luda. Oh, meine Augen. Und nun? Ach, jetzt kommt der raus. Oh, ist das schlimm. Was habe ich denn noch für eine Möglichkeit? Ich könnte das mit der Karte nochmal machen. Die Zeit drängt. Was ist das? Okay. Hey, Luda. Ja, jetzt? Was zum Geier? Schlafchen. So, oh. Weiter geht's. Oh, mach hinne, mach hinne. Oh, schön. Kinderspiel. Kinderspiel. Angekommen. So, J. Fesseln. Ablegen. Das war einfach. Nehmen. Ablegen. Ja, und jetzt? Ach Gott, sehr schön. Ja, und jetzt? Ha, noch ein Ass im Ärmel? Ha, noch ein Ass im Ärmel? Oh la la. Ja, und jetzt? Süß, Kleiner. Wir können ja ihn auch schon mal vorholen. Den Doc theoretisch auch mal. Kinderspiel. So, wie kommen wir jetzt an den beiden noch vorbei? The last ones.
wahrscheinlich auch hier mit Dings machen. Und nun? Was? Wer hat denn jetzt gesehen? Weiter geht's. Was ist angekommen? Ja. Was? Ach! Ja, sorry. Die Zeit drängt. Weil der Sportsfreund hier noch im Weg liegt. Das ist das Problem. Welchen Türchen? So. Sorry. Jetzt müsste es auch gehen. Nicht gesehen? Weiter geht's. Na, komm her. So, ja. Das war das Problem. Finger weg von einer Lady. Und nun? Das war einfach. So, der letzte. Die Zeit drängt. So, ja, guck mich auch nicht an. Ach Gott, wir haben's. Meine Damen und Herren, wir haben es. Mann. So, für was? Ach, das sind hier die Scharfschützendinger, ne? Ja. Ich glaube nämlich auch, dass ich hier irgendwann auch richtig schießen darf. Ja, und jetzt? Es muss einen anderen Weg geben. No. So, ihr geht da rein. Du stellst bitte das Fass auf. Okay. Die ganzen Leichen hätten wir gemacht? Kinderspiel. Und es macht Peng. Ach so, passiert nichts oder was? Alles klar, passiert nichts. Darf ich jetzt töten? Bitte? Jetzt hier stehen oder? Die Zeit drängt. Oh. Das war ja super sinnvoll. Ah. Das war einfach. Angekommen. Die Zeit drängt. Okay. Und nun? Was machst du denn, Kate? Die Zeit drängt. Schade, dass der sich nicht merkt, was er machen soll. Ja. Ich muss wirklich auch bis zum Ende gehen, ne? Ja. Kinderspiel. Ich hätte das Pferd anschneiden, also den Sattel anschneiden sollen. Geil.
Okay, so. Man verschanzt sich. Ja, ja, alles gut. Frage ist, darf ich jetzt schießen? Und nun? Na, kommst du raus? Na, noch ein Ass im Ärmel? Na, noch ein Ass im Ärmel? Aber jetzt wissen sie ja eh, dass ich komme. Ah, okay. Na, scheiße, nee, kann ich doch nicht. Mist. Ich darf nicht schießen. Jetzt kommt aber der andere Typ nicht raus. Das ist natürlich ein Vorteil für mich. Ach so, wie komme ich jetzt am blödesten da rein? Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich machen muss, ja? Also nur mal so. Da liegt noch eine Karte von Kate übrigens. Versuche ihn jetzt hier erstmal wegzumachen. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. So. Die Zeit drängt. Jetzt wird er die Karte sehen. Da liegt etwas. Da liegt etwas. So, gut. Kinderspiel. Okay. Ach, schlimm, dass ich hier nicht töten darf. Ich glaube, das ist aber eine der ganz, ganz wenigen Missionen, wo man nicht töten darf. Der Rest ist da zum Glück etwas entspannter. So. Dann haben wir jetzt hier noch die Jungs. Tja, und jetzt? Tja, und jetzt? Das war einfach. Ich würde halt am liebsten mal mit Kate arbeiten. Weiter geht's. Na komm. Lass dir den dreimal bitten. Okay, mit Kate ist es easy. Ja, noch ein Ass im Ärmel. Ja, und jetzt? Ich könnte natürlich auch mit Dynamit arbeiten, ne? Aber ich glaube, mit Kate macht es tatsächlich hier jetzt am meisten Sinn einfach. So. Einfach so lange, bis er, naja, heiß wird und dann kommt er ja wieder zu uns. Ich weiß gar nicht, ob es hier später auch Charaktere gibt, die sich davon nicht mehr beeindrucken lassen. Na, kommst du? Ja. Alle verfallen Kate. So, der Doc kriegt nochmal ein bisschen aufmunitioniert. Die letzten drei. Ich glaube, er ist der bescheidenere. Wobei, ich habe eine Idee. Wie geht's weiter? Einfach nur aus Spaß. Thank you.
Kinderspiel. Passiert nicht. Weil eigentlich muss ich doch nur noch ihn hier töten, oder? Ist nicht mein Ziel hier oben irgendwo? Ja. Ich gehe mal fest davon aus, dass da mein Ziel drin ist. Gehe ich doch lieber mit dem Doc vor. Die Zeit drängt. Was jetzt? Doc, komm mal her. So. Was jetzt? Kinderspiel. Immer fesseln? Kinderspiel. Machen wir die beiden noch mal kurz. Angekommen. Weiter geht's. Was denn jetzt? Oh, das gibt's doch nicht. Weiter geht's. Ah, komm, bis dahin. Ich hoffe, dass ihr hier safe seid. Das gibt's doch nicht! Weiter geht's! Weiter geht's! Okay, jetzt ist auch alt egal. Das ist doch nicht alt egal. Ich brauche ihn unbedingt hier mit seiner Uhr. Sieht der mich da unten? Nicht in 100 Jahren. Ich brauche diese Uhr. Die Uhr ist extrem wichtig. Weiter geht's. Dicker, renn doch bitte. Jetzt kommt der, ne? Ja. Weiter geht's. Wer da? Ja, und jetzt? Okay, sehr schön. So, jetzt gibt's die Uhr. Ahnung, machen wir 10 Sekunden. Was jetzt? Und dann gibt's den Doc. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wer da? Hey, du da. Fuck, die kommen sogar raus. Das hätte ich gar nicht gedacht von denen. Tja, wie hole ich die jetzt am blödesten raus? Die Zeit drängt. Und nun? Ihr werdet euch nicht mit einer billigen Karte abspeisen lassen, oder?
Alter Schwede. Mit so einer billigen Karte lassen die sich rauslocken. Oh, geil. So, wir haben es geschafft. Dann ab hier in das Zimmer. Das ist halt mein Ziel, oder? Weiter geht's. Okay. Was ist denn mein Ziel hier eigentlich? Also ich soll irgendjemanden besuchen. Aber wen denn? Schwachsinnige Idee. Was jetzt? Tja, und jetzt? Noch jemand ohne? Sorry. Den muss ich ja mal kurz kaputt hauen. What the fuck ist mein Ziel? Habe ich vergessen? Was ist denn mein Ziel? Versuchen Sie, alle Wachen auf der Sende außer Gefecht zu setzen, nehmen Sie rein, töten Sie unter keinen Umständen irgendjemanden bei dem Einsatz, sobald alle Wachen. Ach, ich muss alle töten, also alle außer Gefecht setzen? Das ist ja geil, dass er mir das jetzt erzählt. Okay, also ich muss alle außer Gefecht setzen. Das ist mir neu. Erst für dich. Gut, dann setzen wir alle außer Gefecht. Dann muss ich jetzt auch nochmal da raus, wa? Oh. Ja, das tut mir leid. Wie viel habe ich jetzt davon? 4. Das sind immer Doppelposten, ne? Nicht immer, aber manchmal. Wie geht's weiter? Ja. Na, super. Steig. So, dann versuche ich die jetzt einfach mit Gift auszusetzen. Ach, die sind auch manchmal zu tot. Das war einfach. Okay, das ist natürlich noch besser. Na, noch ein Ass im Ärmel? Die Zeit drängt. Ah, ja. So, wie weit kann der gucken? Wie im Leben. Die Verkehrten. Vergebliche Liebesmühe. Träum süß, Kleiner. Oh, ich hab ganz vergessen. Ja. Was jetzt? Ach Gott, Alter, ich hab komplett vergessen. Dass ich ja gar keinen mehr hab, der tragen kann. Na, noch ein Ass im Ärmel? Zur Hölle. Ach Gott, ich brauche wirklich hier jeden, das ist ja Wahnsinn. Also jetzt erst. Also wenn wir rauskommen, dann... Also wir warten, bis er weggeht, dann holen wir ihn K.O. Dann wird er sich eventuell wundern, wo sein Kollege ist. Oder ich gehe gleich hinterher. Das können wir natürlich auch machen. So, ich versuche jetzt alles auf einmal zu schaffen. Ich weiß, ich werde mich damit wieder übernehmen, aber... Ach, der guckt sogar immer streng. Okay. Träum süß, Kleiner. Thank you.
Hund oder was da ist, wa? Ja. Okay. Ah, okay, es reicht sogar schon nach vorne. Wie geht's weiter? Okay. Was jetzt? Ja. So, jetzt ganz schnell alle fesseln. Und dann haben wir's. Alle down. So, dann drücken wir einmal A. Und rennen hier hin. Oh Gott. Schön. Schön, schön, schön. So nach einer Stunde. Ach ja. Na gut. Also die vier hier außen, ja gut, die waren jetzt mal schnell noch mitgemacht. Man sollte vorher lesen, was man machen muss. Ich habe gedacht, wir müssen nur ins Büro. Aber ja, anscheinend müssen wir auch vorher alles auseinanderhauen. Mission erfolgreich. Spieldauer 60 Minuten. Na dann, gucken wir mal, was passiert. Jefferson! Rodriguez! Was zum Teufel ist hier los? Setzen Sie sich. Was wollen Sie? Nur ein paar Informationen und Ihre Unterstützung. Einen Dreck werde ich. Ersparen Sie uns die Spielchen, Marshall. Wir sind hier, um für Sie die Drecksarbeit zu erledigen. Etwas mehr Höflichkeit wäre also angebracht. Um es kurz zu machen, wer steckt hinter den Zugüberfällen in dieser Gegend? Hey Mann, in dem hast du aber einen Freund fürs Leben gefunden. Konntest du mit dem Namen wenigstens was anfangen, den er genannt hat? Allerdings. Sanchez ist ein alter Bekannter von mir. Und ich weiß auch schon, wo wir ihn finden können.